Miau. Willkommen zurück bei Amnesia. Wir sind immer noch im Weinkeller mit dem Zombie. Und grünem Schleim auf dem Boden. Wo auch immer der Zombie ist, er wird sich wahrscheinlich bald wieder melden. Oh, Zunderbüchse. Oh, da ist ja eine Tür. Ach, die war das. Okay. Das Spiel wäre wahrscheinlich sehr viel angenehmer, wenn wir es mit ohne Sound spielen würden. Mit ohne Sound, ja. Achso, hier sind wir wieder. Ja, ja, Zombie, ich höre dich schon. Gefällt mir nicht. Da waren wir. Hier drin waren wir noch nicht, ne? Das war da, wo die Tür so böse war. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist nur Wein, aber... Ich fürchte, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, nachdem ich an die Decke geschaut habe. Das Dumme ist, mein Handy-Akku ist gleich leer. Und bei dem läuft meine Stoppuhr für die Aufnahme. Oh, oh. Kein Öl mehr drin. Macht nichts, wir haben noch Öl. Ui. Geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Wo habe ich denn Schnittwunden und blaue Flecken herbekommen? Uns fehlen noch Zutaten, gell? Wie viele brauchten wir? Stand das da? 4 Chemikalien. Wie viele habe ich gesagt, haben wir? 3. Okay, eine fehlt noch. Was? Achso. Okay. Oh, feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here, Bob. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Gut. Ja, schöne Sachen sind hier nicht passiert. Lauter Körperkram. So, mach mal Licht. Ach, super, ich sehe trotzdem nichts. Okay, nichts drin. Lohnt sich. Ja, seht ihr das? Da oben läuft wer rum. Wir können es nur anfassen, wir können es nicht nehmen. Oh, oh, ein Zettel zum Vorlesen. Das schinde Zeit. Supi. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wenn immer es mir befahl, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an.
Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einen Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen. Und ich kann nicht länger. Ah, Nummer 4. Oh, die Musik eben mal nicht. Ja, keine schönen letzten Worte. Was ist das? Ah, okay. Schrank. Okay. Ich habe mich letztens gefragt, also ich bin ja auch jemand, der viele Horrorfilme guckt und auch so das eine oder andere Horrorspiel eben spielt. Woher das kommt, diese Faszination vom Grusel? Also das gab es ja schon wirklich schon immer. Wenn man mal die Literatur im 18. Jahrhundert anguckt, so die Gothic Novels oder schon viel früher, wenn ihr mal also ein ursprüngliches Märchen von den Gebrüdern Grimm euch durchlest. Boah. Das sind richtig miese Geschichten eigentlich. Oh, Ketten höre ich. Aber das gab es eben schon immer. Ich finde es ziemlich interessant, dass die Menschheit schon immer nach was zum Gruseln sucht. Wann sowas fehlt, ist aber zum Beispiel in Kriegsjahren. Da findet man sowas ganz, ganz selten. So, ach Moment, ich muss jetzt wieder hoch, ne? Ich habe die Chemikalien. War das Laboratorium, ne? Muss ich jetzt... Ach, ich bin heute so tapfer. Schon die zweite Aufnahme im Niger ist das jetzt. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er. Oder vielleicht zu wenige. Na, oh, was denn jetzt schon wieder? Schon wieder Klipperkram. Au! Dahinter müssen wir, ne? Achtung, ja, ich kann halt nicht drum rumlaufen. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit, als er die Fensterläden öffnete. Er öffnete die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Ich weiß immer nicht, wie lange der Text dasteht. Oh, hier ist angenehm hell, oder? Schön. Trotzdem hören wir böse Sachen. Oh je. Zittern wir so oder wackelt das Haus? Ich fürchte, das sind wir. Oh, Schabis. Guck mal, hier ist doch Licht. Glasklar, oh. Trotz des vielen Wackelns hier. So, kleine Barrikade bauen. Wie? Da ist nichts drin.
Hä? Ich krieg's nicht mehr auf. Tatsächlich, da ist nichts drin. Supi. So mag ich das. Ach ja, genau, hier bin ich richtig. Aber ich will erst noch mal gucken, ob es hier noch was gibt. Gott sei Dank ist er nicht so jemand, der dann, wenn er in so gruseligen Situationen Geräusche hört, noch mal ruft so, hallo, ist da wer? Sowas liebe ich ja. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als andere. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzenloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Hatten wir das schon mal? Das Ding geht ja gar nicht weg. Habe ich das schon mal vorgelesen? Kann sein, ne? Keine Ahnung. Okay. Wie ging das jetzt? Da müssen wir was drunter stellen. Chemietopf. Okay. Ach Quatsch, so. Ich bin trotzdem der Meinung, wir ja. Ja, ich drücke mal den falschen Knopf. Ist das egal, welche Reihenfolge wir das machen? Nein, aber er macht das von alleine. Okay. Kuprit, Zinkerz. Orpiment. Was? Oh mein Gott. Tja, zum Verstecken gibt's ja nichts und ich muss hier halt weiter. Und Königswasser. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus im Kreis. Okay. Ah ja. Okay, noch mehr drehen. So. Oh. Säuretopf. Hui. Cool. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir uns auf den Weg, das komische, eklige Klibbergewebe zu zerstören. Mit unserer selbstgemachten Säure. Yay. Moment. Ist da eigentlich noch ein bisschen Öl oder so? Irgendwas davon Öl? Nee. Gut. Da bleibe ich hier stehen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.